Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien können einerseits gefährliche Infektionen auslösen, andererseits liefern sie uns aber auch Wirkstoffe für neue Medikamente. Am Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie HKI in Jena untersuchen Wissenschaftler die therapeutische Wirksamkeit von Naturstoffen, die von Mikroorganismen produziert werden. Gleichzeitig wollen sie wissen, wie Infektionen überhaupt entstehen und sich im Körper ausbreiten. Deshalb sind Naturstoffforschung und Infektionsbiologie am HKI eng miteinander verbunden. Die Biologen und Chemiker wollen herausfinden, wie Bakterien und Pilze miteinander kommunizieren und wie sie mit dem Wirt interagieren. Aus den Daten der Experimente entwickeln Systembiologen und Bioinformatiker Computermodelle, mit denen Krankheitsprozesse und molekulare Wechselwirkungen nachvollzogen werden können. In der Natur gibt es Millionen von Naturstoffen, von denen die meisten bisher völlig unerforscht sind. Wir wollen diese Naturstoffe entdecken, wir wollen ihre Biosynthesen aufklären und auch ihre Funktion im Ökosystem. Gleichzeitig sind die Produzenten dieser Naturstoffe Mikroorganismen, von denen einige krankheitserregend sind. Wir wollen verstehen lernen, ob Naturstoffe zum Krankheitsprozess beitragen und grundsätzlich, warum diese Mikroorganismen krankheitserregend sind. Dafür bietet das HKI eine moderne Infrastruktur mit viel Platz für Büros und Labore. Rund 380 Mitarbeiter aus über 20 Nationen sind hier in 5 Abteilungen beschäftigt, die eng miteinander kooperieren. Die molekulare und angewandte Mikrobiologie, biomolekulare Chemie, Infektionsbiologie, mikrobielle Pathogenitätsmechanismen sowie Zell- und Molekularbiologie. Weitere Forschungsgruppen ergänzen die Abteilungen in Bereichen wie der Biotechnologie, Immunologie und Systembiologie. Eine wertvolle Ressource für die Suche nach neuen therapeutischen Wirkstoffen und die Erforschung krankheitserregender Mechanismen ist die Jenaer Mikroorganismensammlung am HKI. Die gemeinsame Sammlung des Instituts und der Friedrich-Schiller-Universität Jena verfügt über mehrere tausend Stämme von Pilzen und Bakterien. Im Biotechnikum des Instituts können Mikroorganismen in größeren Mengen kultiviert werden. Durch neu entwickelte Bioverfahren wird die Produktion der Naturstoffe optimiert. Das ermöglicht eine anwendungsorientierte Arbeit, die sich in diversen Kollaborationen mit der Industrie fortsetzt. Mit ihrem Know-how sind die HKI-Wissenschaftler in regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken engagiert. Vor Ort bestehen intensive Kooperationen mit den Instituten des Beutenberg-Campus und der Fachhochschule. Außerdem arbeitet das HKI eng mit der Friedrich-Schiller-Universität und dem Universitätsklinikum Jena zusammen. Zu den gemeinsamen Projekten gehören das vom BMBF geförderte Zentrum für Innovationskompetenz Septomics und 2 DFG-Sonderforschungsbereiche in der Naturstoffforschung und der Infektionsbiologie. Zudem ist das HKI zum Nationalen Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen ernannt worden. Hier erhalten Ärzte aus ganz Deutschland bei der Diagnose und Behandlung schwerer Pilzinfektionen Unterstützung. Des Weiteren ist das Institut an mehreren EU-Projekten beteiligt. Gute Forschung braucht Nachwuchs. Deshalb engagieren sich die Wissenschaftler des HKI sehr in der universitären Lehre. Am Institut promovieren 120 Doktoranden aus aller Welt. Viele von ihnen gehören zur International Leibniz Research School. Die ILRS ist Teil der Exzellenz-Graduiertenschule Jena School for Microbial Communication, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Und auch nach ihrer Ausbildung haben junge, talentierte Wissenschaftler am HKI optimale Entfaltungsmöglichkeiten. Ob als Postdocs oder Leiter von unabhängigen Nachwuchsgruppen.
Hier entwickeln sie ein eigenes Forschungsprofil und bereiten sich auf ihre akademische Laufbahn vor. So ist garantiert, dass am Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie auf hohem Niveau geforscht wird. Heute und in Zukunft. Mit unserer anwendungsorientierten Grundlagenforschung hoffen wir, dazu beitragen zu können, dass dringend benötigte neue Antibiotika entwickelt werden, aber zugleich auch neue diagnostische Optionen und antiinfektive Strategien, um humanpathogene Pilze und multiresistente Krankheitserreger bekämpfen zu können.